Ich bin so kurz davor, dich in den Horizon-Kader aufzunehmen. Aber du musst mich noch ein kleines bisschen mehr überzeugen. Und wie es der Zufall so will, bereiten wir uns auf unser riesiges Frühlingsschaurennen vor, für das ich einen Fahrer suche. Wenn du mich beeindruckst, sehe ich zu, was ich machen kann. Und damit recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Forza Horizon 4. Hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. Ja, der kalte und dunkle Winter ist vorbei und jetzt wird's farbenfroh. Der Frühling ruft und ich habe mir gedacht, zu Beginn dieser ganzen Geschichte werden wir doch mal jetzt endlich zur Autobahn fahren. Ja, ganz viele von euch haben mir immer gesagt, Ray, wir müssen auf die Autobahn und ich habe den perfekten Autobahnbomber. Und ja, ich habe das Versprechen wahrgemacht. Hier ist er. Der RS6. Er ist zurück in Forza, nachdem wir ihn ja in FA3 in Horizon 3 nicht hatten, haben wir ihn nun jetzt endlich wieder, wie in Horizon 2 damals schon. Er ist wieder da. Und ja, in der Serie jetzt erstmal. Wir werden den auf jeden Fall noch tunen, aber jetzt sagt man, jetzt fahren wir erstmal in der Serie. Prügeln wir den mal über die Autobahn oder fahren da erstmal hin. Und guckt mal, wie alles jetzt hier erstrahlt. In einem saftigen Grün. Hier und da noch ein paar feuchte Stellen. Aber schaut es jetzt schon mal nicht schon total geil aus. Mega. Mega, 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 mega cool. Uiuiui. Ja, und auch in der Serie macht natürlich so ein R6 keinen schlechten Eindruck. Aber man merkt gleich, ja, es ist halt schon ein bisschen mehr Grip auf der Straße im Frühling als im Winter. Klar kann man damit auch ganz gut fahren, aber ist schon nochmal ein Unterschied. Und ja, was machen wir in der heutigen Folge? Also, heute ist es nicht so direkt Progress machen auf um jeden Preis. Ja, sondern wir fahren jetzt erstmal so ein bisschen durch die Gegend. Wir fahren jetzt eben mal zur Autobahn, ballern die mal hoch und runter, würde ich sagen. Dann tunen wir mal ein bisschen den hier. Vielleicht bauen wir den auch maximal auf. Mal gucken, ob wir da ein bisschen Leistung rauskitzeln können oder wie viel wir rauskitzeln können. Ein bisschen Geld habe ich ja auf der Seite. Das heißt, das sollte eigentlich möglich sein. Und er zählt ja auch zu diesen Upgrade-Helden. Das heißt, je nachdem gibt es hier ein Bodykit für den. Da bin ich mal sehr, sehr, sehr gespannt. So, wir fahren mal die Strecke hier weiter. Dann müsst ihr langsam aber sicher Richtung Autobahn gehen. Oder Motorway, wie es glaube ich in Großbritannien heißt. Die einzig wahre Autobahn gibt es natürlich nur bei uns. Oh, ich fahre den Kreisverkehr gerade ein bisschen falsch, merke ich gerade. Egal. So, und da geht's jetzt schon hier. Upsala. Wie viel darf man da fahren? 60 Meilen. Pff. Und wisst ihr was? Ich halte mal die Klappe und gebe euch mal den vollen Spielsound, den Motorklang, denn da vorne ist ein Tunnel, würde ich mal sagen, oder? Also, hören wir mal rein. Thank you.
Ja, ich würde sagen, kann man sich auf jeden Fall anhören, aber da werden wir natürlich gleich nochmal ein bisschen was tunen an der Abgasanlage. Aber jetzt fahren wir erstmal die Autobahn nochmal hier einmal drüber. Und ach, ist das geil, oder nicht? Ein bisschen kurvenreicher als noch das, was wir in Horizon 3 hatten. Aber wenn man sich zurückerinnert an Horizon 2, da gab es ja auch ein paar mehr Kurven bei der Autobahn. Und ja, sie ist ein gutes Stück lang. Also für Horizon-Verhältnisse hat sie eine ordentliche Länge hier. Auch schön, wenn wir hier die Gebirge im Hintergrund sehen. Ein bisschen noch der Schnee drauf liegt. Sehr cool. Also es sieht richtig schön aus, oder? Also wir gehen von der einen Jahreszeit in die andere und alle sehen irgendwie total toll aus. Alles blüht, alles gedeiht. Aber noch hammermäßig. So, da haben wir mal noch einen Kreisverkehr. Kann das Ding auch querfahren eigentlich? Hm, ja, würde besser gehen, aber ich glaube, da werden wir leistungstechnisch gleich eh noch nachlegen. So, aber die Schnellstraße geht hier natürlich weiter. Auch hier zweispurig. Es fängt sogar ein bisschen zu regnen an. Wie das halt so ist im Frühling. Die Pflänzchen möchten natürlich auch bewässert werden. Ja. Und Fehlzündungen sind am Start, würde ich sagen. Ja, sehr, sehr cool. So, um das Ganze aber nicht unnötig in die Länge zu ziehen, würde ich mal sagen, wir porten uns jetzt einfach wieder ganz dreist zurück. Warte mal halt, das machen wir über das Menü, da kostet nämlich nichts. Und dann gucken wir doch mal, was wir denn am Audi so verändern dürften. So, und zwar Upgrades. Und nein, wir gehen jetzt nicht in die Body-Kit-Voreinstellung. Da lassen wir uns jetzt einfach mal selber überraschen. Was könnte man denn so alles ändern? Erstmal beim Serien-Kit könnten wir den Forza-Splitter dran machen. Wir könnten, ja, Forza-Heckflügel oder, oh, so eine kleine Lippe hinten. Das ist geil. Seht ihr das? Hinten so eine kleine Lippe dazu gemacht. Finde ich cool. Und was können wir hier machen? Seht ihr einen Unterschied? Straßenseitenschweller? Hä? Ich habe irgendwas, also irgendwas, hier ist auch nichts anders, oder? Hä? Okay, vielleicht sieht man das erst mit dem Bodykit. Oder ich bin blind. Oder, oh ja, ich bin blind. Guckt mal, was da ist. Ein Blaulicht. Da ist ein Blaulicht. Und es leuchtet sogar. Und ein Safety-Car-Licht. Gut, das kennt man schon aus Motorsport, aber trotzdem. Geil, guck mal, so ein Safety-Car-Aufräumarbeiten-Licht und ein Blaulicht. Cops vs. Racer. Ich glaube, das könnte diesmal richtig geil werden. Ja, das ist schon nice. Okay, deswegen haben wir nichts gesehen. Okay, da ist die Kamera ein bisschen blöd gewählt. So, dann gucken wir jetzt aber mal beim Bodykit. Was gibt's denn da? Okay. Okay. Ist es vielleicht nicht unbedingt mein absoluter Geschmack, aber okay. Alles klar. Kann man so machen. Okay. Nicht schlecht. Ja, ich würde sagen, wir bauen erstmal so auf oder gucken erstmal rein. Was können wir denn reinmachen? Den 5,2 Liter V10 Motor aus dem R8 oder aus dem Huracan. Dann könnten wir auf Heckantrieb könnten wir gehen. Machen wir jetzt aber alles mal nicht. Bodykits haben wir schon gezeigt. Und dann Reifen können wir Sportreifen, Rennreifen, natürlich die ganze Geschichte Offroad und natürlich auch Trackstar-Reifen. Also da ist auch einiges vorhanden. Dann haben wir von der Reifenbreite geht es bis 315 vorne, hinten bis auch 315. Mit dem Bodykit wird wahrscheinlich ein bisschen mehr gehen. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal Leistung. Wir gucken jetzt erstmal, wie viel Leistung denn tatsächlich reingeht. Beziehungsweise bevor wir die Leistung machen, machen wir vielleicht erstmal Kupplung und die ganze Geschichte. Und ja, ich möchte jetzt einen Vollaufbau machen, Leute. Alles andere macht doch gar keinen Sinn bei dem Fahrzeug, oder? Das Ding ist ein Autobahnbomber. Und was macht man beim Autobahnbomber? Richtig, der muss noch mehr bomben. Und deswegen bauen wir da jetzt richtig schön alles rein, was irgendwie Sinn macht. So, und richtig Gewichtsreduzierung ist immer gut. Und jetzt aber hier Leistung. Gucken wir mal, was wir so rauskitzeln können aus dem Serienmotor.
So, da sind wir dann schon mal bei einer Leistung von 637 kW, 974 Newtonmeter Drehmoment, also nicht ganz 1000 PS, aber trotzdem eine ordentliche Leistung, würde ich sagen. Muss ja auch nicht immer 1000 PS sein. Das passt schon alles soweit. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt, ja, wir machen natürlich das Bodykit dran. Wenn wir es schon machen können, dann machen wir es auch. Alter Latz. Das ist schon echt böse, aber da müssen natürlich auch noch entsprechende Felgen gleich hin. Aber was wir auf jeden Fall auch machen werden, ist, wir machen auf jeden Fall diesen kleinen dezenten Flügel hinten hin. Also diese Lippe, die erweiterte, finde ich ganz cool, die sogar einstellbar, was ich auch sehr interessant finde. Machen wir auf jeden Fall dran. Blaulicht machen wir jetzt nicht dran, weil wir wollen jetzt ja kein Cop-Car bauen. So, dann Reifen machen wir natürlich die, sollen wir die beschriften machen oder die normalen? Nehmen wir mal die normalen und dann Reifenbreite. Da geht es jetzt ein bisschen weiter. 335 geht jetzt vorne und hinten gehen ebenfalls 335er Schlappen. Und jetzt müssen wir mal gucken, Felgen. Das ist jetzt natürlich die Qual der Wahl. Welche Felgen passen da jetzt gut dazu, zu dem Fahrzeug? Weil da kannst du wieder alles Mögliche machen. Was da jetzt irgendwie Sinn ergibt. Und ist auch wieder so eine Qual der Wahl. Was nimmt man denn jetzt? Die hätten auch irgendwie was, ne? Gehen so ein bisschen rein, viele Speichen und so, finde ich gar nicht so verkehrt. Ihr versteht, was ich meine. Ich meine, ich werde sowieso nicht jeden Geschmack jetzt treffen, das ist klar. Aber irgendwie, finde ich, haben die was. Weil die auch was haben. Oder sollen wir wieder einfach mal so diese Standard ADB1-Felgen nehmen, die auch eigentlich immer echt gut aussehen auf den Teil hier. Wir haben aber hier auch nochmal einen. Ja, würde auch gehen. Die eher nicht, würde ich sagen. Was haben wir denn da vorne noch für coole Felgen? Da gehen wir aber auch eher erstmal nach hinten. Ja, bei den Felgen lasse ich mir gerne ein bisschen Zeit. Ja, wir müssen mal gucken. Muss ja auch passen zum ganzen Konstrukt. Da gibt es auch ein paar schöne. Aber ich glaube, ich finde es gar nicht so schlecht, wenn es ein bisschen, reingeht. Hätte auch was. Das hätte auch was, muss ich sagen. Würde so ein bisschen zum Audi-Style auch passen. Ich glaube, ich nehme die hier. Komm, gar nicht lange aussuchen jetzt. Ich habe lang genug ausgesucht eigentlich. So, jetzt haben wir, glaube ich, alles eingebaut, oder was einzubauen ist. Hier haben wir, glaube ich, alles. Jawohl. Ja, das stehen wir doch ganz gut da, würde ich sagen. Und dann bauen wir ein. Also Vollaufbau mit dem Serienmotor. Klar, mit dem V10 würde mehr gehen, aber wir wollten natürlich den Serienmotor. Gewicht. Gewicht, das stimmt aber nicht. Das hat es jetzt wieder rausgeworfen durchs Bodykit, oder wie? Nochmal kontrollieren. Das ist drin. Das ist drin. Das ist eben nicht drin. Und Gewicht. Das hat es wieder rausgeworfen durchs Bodykit wahrscheinlich. Ja, ja, sieh mal an. Da wären wir ja schon betrogen. So, jetzt aber Einstellung installieren. Das schaut doch schon mal gut aus. Machen wir. Da haben wir es. Und dann würde ich ganz gerne noch bei der Lackierung. Würde ich ganz gerne noch Auto lackieren machen. Weil die Felgen in der Farbe hätten auch was, ne? Mit dem Grauton und so weiter. Eigentlich könnten wir es fast schon so lassen von der Optik. Aber was wir noch machen werden, ich glaube, Spiegel gehen nicht, genau. Aber was wir noch machen, ist vielleicht die Scheibe ein bisschen tönen. Upsala. Ein bisschen. So, das sonst, ja, würde ich sagen, lassen wir es einfach mal, oder? Schaut eigentlich ganz geil aus. Bei aktuellem Auto speichern. Und jetzt haben wir genug Zeit verbrauchen. Ich würde sagen, wir fahren nochmal zur Autobahn, oder? Gucken wir mal, wie jetzt die ganze Geschichte ausschaut. Wir werden allerdings noch ganz kurz das Getriebe anpassen müssen. Schätze ich mal. Ich weiß es nicht. Ich glaube nämlich nicht, dass wir hier, dass der bei 360 km/h stehen bleibt, oder? Der kann doch ein bisschen schneller. Stimmt. Ja, wobei, so viel schneller kann er wohl doch nicht. Nö. Aber 360 ist ja auch ein Wort, ne? Ja, machen wir mal. Anwenden. Und dann würde ich sagen, gehen wir auf die Straßen.
Der kommt halt schon breiter her. Alter. Böses Ding. Sehr gut. Ja, dann legen wir mal ganz kurz die Route natürlich dahin. So, Autobahn. Ja, der marschiert auf jeden Fall jetzt. Ah, was wir noch machen können natürlich, pass mal auf, für die Autobahnfahrt jetzt, für, wenn wir ein Rennen damit fahren, können wir das wieder ändern. Die Aerodynamik kann man ja einstellen. Wenn wir da ein bisschen reduzieren, denke ich mal, wird da auch nochmal ein bisschen mehr Topspeed drin sein. Ja, guck mal an. 372, nochmal 12 km/h rausgekitzelt. Gänge haben wir denn? 7, ne? 8 sogar, 8 Gänge. Okay, nicht schlecht. Was für ein geiles Ding. Ja, jetzt haben wir 2 Folgen hintereinander gleich mal 2 dicke, fette Audis getuned. Aber das wollte ich mir jetzt nicht nehmen lassen. Wenn wir schon über die Autobahn ballern, dann brauchen wir auch den, für mich in meinen Augen, den Autobahnbomber schlechthin. Gut, neben dem R6 vielleicht noch den, der E63 AMG, den finde ich auch, damit kann man auch die Autobahn richtig geil bügeln. Das werden wir sicherlich auch noch irgendwann machen. Aber der Audi muss jetzt sein. Wie gesagt, in Horizon 3 hatten wir ihn nicht. Jetzt macht er seine Rückkehr hier in Forza Horizon. Wie schon eingangs erwähnt, heute, oder was ist heute, in dieser Ausgabe jetzt eher nicht so progressmäßig. Wir werden, denke ich, schon noch das ein oder andere Rennen jetzt fahren gleich. Aber jetzt fahren wir einmal hoch und einmal runter auf jeden Fall die Autobahn. Was ich erstaunlich finde, der fährt sogar echt noch gut. Ich glaube, das Bodykit und diese extrem breiten Reifen in Verbindung mit den Semislicks, die machen echt eine gute Arbeit. Ich glaube, das kann man echt mal so stehen lassen. Oh, guck mal, da sammelt sich sogar das Wasser ein bisschen. So, Leute. Ich würde sagen, auf geht's. Gucken wir mal, ob wir die Topspeed knacken. Ja, mit 330 in den zweiten Tunnel hinein. Ja, wir sind fast an der hochgerechneten Topspeed. 370 haben wir, 372. Ja, geil. Ja, okay. Ja, ich wollte mal die Spur wechseln. Macht man so. Großbritannien. Das hat natürlich jetzt gut Zeit gekostet. Ja, aber die Autobahn ist schon ein Stück, oder? Also vergleiche jetzt mal die Autobahn mit Horizon 3, weil viele gemeint haben, die Autobahn ist kürzer. Ich finde nicht, dass sie kürzer ist. Ganz und gar nicht. Und ich meine, bei der Autobahn geht es ja danach noch ein bisschen weiter. Wir haben hier sogar stellenweise dreispurige Autobahn. Also ich finde, das passt von der Länge. Es ist jetzt halt horizontal, die ganze Geschichte, und nicht mehr vertikal. So, drehen wir einmal ab. Und nochmal zurück die Geschichte. Mal in der Cockpit-Sicht oder in der Dashboard-Sicht. Da haben wir noch ein bisschen eine andere Sicht auf das Ganze. Weil was wir mal machen könnten, pass mal auf, ich unterbreche mal ganz kurz die Fahrt. Und zwar, wir können ja hier das VOD einstellen, also die Weitsicht. Und ich glaube, die ändern wir mal ganz kurz hier in der Blickfeld hohe Verfolgungskamera. Ich glaube, die können wir ein bisschen mal noch erhöhen. Nicht viel. Fahrerkamera, würde ich sagen, machen wir mal, ja, 54. Und in der ohne Lenkrad machen wir, da sind wir nämlich jetzt gerade drin, machen wir mal auf 52. Den Rest lassen wir mal. Und dann müssten wir jetzt ein bisschen mehr vom Fahrzeug sehen, tatsächlich.
Ja, müsste passen. Die Sicht habe ich noch ein bisschen verändert. Sehen wir auch mehr vom Fahrzeug, wenn wir rumgucken. Und eben hier sehen wir auch ein bisschen jetzt mehr. Das Geschwindigkeitsgefühl ist auch ein bisschen größer. Upsala. Wobei es ein bisschen zu viel, glaube ich, oder? Na, komm, lass mal ändern. Ich glaube, das ist ein bisschen jetzt zu viel. Deswegen machen wir vielleicht, was ist der 48 Standard? Machen wir 51. Ja, das ist ja trotzdem noch gut. Und hier auch. Ja, das passt. So, dann gucken wir doch gleich mal, wie gut die Bremsen beißen. Aus dem Tunnel raus und direkt bremsen. Klappt, würde ich sagen. Tut er ganz gut. Gut, da vorne am Rennen. Ich würde sagen, wir wollen ja auch noch mal ein bisschen Rennaction auch noch haben. Nicht nur die Autobahn ballern. Aber weil sich so viele gewünscht haben. Haben wir das jetzt auch mal. Mal gemacht, mal ein extra Video. So, jetzt gucken wir doch mal, ob wir auch in einem Straßenrennen tatsächlich bestehen können. In der Super Saloon-Klasse. Und da sind ja natürlich auch richtig böse Schlitten mit dabei. Aber ich meine, guckt euch mal das Bodykit an, ey. Also wenn wir da nicht auftrumpfen, dann weiß ich auch nicht. Auf geht's. Der Allrad wird ja auch ein bisschen helfen. Beziehungsweise der Quattro, ne? Oh ja. Ich glaube, ihr habt schon gesehen, was da gerade gefahren ist. Den werden wir auch noch sehen. Aber wir werden noch so viele tolle Autos sehen. Der nämlich ebenfalls seine Rückkehr in Horizon macht. Ups, was war jetzt da los? Ich habe jetzt den hinteren Fahrer gehört, wie er in der Pfütze gefahren ist. Das war auf einmal voll laut. Alter, man hört es halt direkt. Jetzt stiehl mir nicht die Show, Johnson. Oder Driver Tavum Johnson. Das ist ja der Wahnsinn. Aber ich muss wirklich sagen, wir haben hier einen Maximalaufbau mit Serienmotor. Und das Ding fährt richtig, richtig gut. Muss man wirklich mal sagen. Also, Respekt. Hat richtig Spaß zu fahren. Gefährlich. Das haben wir fast schon gedacht. Das war ein bisschen kritisch. Das war auch kritisch. Komm, jetzt ein bisschen Konzentration, Rain. Das kann doch nicht sein. Ja, das auch nochmal zur Erwähnung. Ich habe es, glaube ich, nur einmal ganz, ganz kurz erwähnt. Das Rennerstell-Feature, also nicht das Blueprint-Feature an sich, sondern wie ich, dass man selber Rennen, Checkpoints und so weiter setzen kann, das wird noch nachgereicht. Das wird dann nach dem Release ein, zwei Wochen später kommen. Aber das wird auf jeden Fall kommen. Wieso habe ich das Gefühl, dass immer, wenn es um Topspeed geht, die Konkurrenz irgendwie stärker ist, als wir es sind? Ich fühle mich da immer so ein bisschen verarscht. Ja, das wird leider, so wie es ausschaut, nur ein zweiter Platz. Dritter Platz. Wobei, ja, nee, schade. Schade. Ja, ich glaube, wir können nochmal ein Rennen machen, auf jeden Fall. Locker, locker, easy. Wir sind aufgestiegen in den Straßenrennen in die fünfte Runde.
Willkommen in Runde 5 der Horizon-Straßenrennserie. Hier hast du es mit neuen Rennstandards auf sämtlichen Ebenen zu tun. Aber genau deshalb bist du natürlich hier. Jo, so, dann würde ich sagen, dann können wir nochmal ein Rennen machen. Aber machen wir vielleicht mal ein Straßenrennen, oder? Fahren wir mal gerade hier rüber. Ah, das macht aber... Ich weiß, ich wiederhole mich, aber... Schaut euch einfach diese Landschaften an und hier einfach drüber zu ballern. Mit seinem Audi R6. Mit einem dezenten Breitbau-Kit. Hammer geil. So, ich gehe mal ganz kurz ins Feintuning. Ich glaube, wir könnten da nochmal ein bisschen was rauskitzeln. Und zwar vorne ein bisschen weniger Spur, das passt soweit. Ich glaube, das passt auch. Und ja, wir können die Aerodynamik natürlich auch wieder ein Ticken erhöhen. Die haben wir ja eigentlich nur wegen der Autobahn so runter gemacht. Und ich denke mal, ein bisschen mehr Aerodynamik ist nicht fehl am Platz. Und beim Diff könnten wir vielleicht auch ein bisschen mehr auf die Hinterachse gehen. So, ein bisschen weniger sperren. Dürfte auf der Hinterachse auch helfen. Und ja, der eine oder andere denkt jetzt, hey, da hast du gerade gedacht, dir fehlt die Power. Naja, wenn ich aber ein bisschen mehr Speed noch aus den Kurven mitnehmen kann, dann muss ich das schon nicht rausbeschleunigen. Das war knapp. Oh, komm, das Schild nehmen wir noch gerade mit. Zack. Und ja, komm, wir müssen den Kreisverkehr jetzt mal abkürzen. Wer sind wir denn, wenn wir hier immer alles standardmäßig fahren? Rennen am Staubecken. Okay, das klingt doch schon mal interessant. Das mattgrau, ne? Das hat schon was. Hat schon was. Ja, dann gucken wir doch mal. Die sind natürlich eigentlich vom Schwierigkeitsgrad nochmal ein bisschen schwieriger, aber... Ja gut, wir müssen ja nur gegen Chiron antreten. Alles klar. Ja. Kann man ja mal machen. Ich bin mich immer ein bisschen leicht verarscht hier in diesem Straßenrennen. Was macht er? Ich glaube, es war ein Ariel Atom. Der ist im Verkehr fest hängen geblieben. Und Senna haben wir da vorne auch noch mit dabei. Pagani Zonda-Cinque, glaube ich, noch davor. Oh Gott, das war richtig schlecht gefahren. Oh nee. Komm. Na komm, ein Flashback. Sei uns mal gegönnt. Weil das holen wir sonst gar nicht mehr auf. Ich glaube, da vorne dran müssten F12 TDF sein. Vor dem Pagani. Davor dann ein Centenario. Aber ja, was reden wir uns klein? Wir haben hier ein mega geil gepimpter R6. Und Verkehr auch dran zieht. Fuck, ich habe gedacht, ich komme noch dran vorbei. Aber wir haben Breitbau-Kit. Mensch, ohne Breitbau-Kit wäre ich vorbeigekommen. Come on! Gib alles! Komm! Gibt's doch nicht. So, jetzt hart bremsen. Bremsen ist aber echt gut. Man muss halt nur rechtzeitig bremsen.
Und noch ein Sesto Elemento vorne. Alles klar. Aber komm, wir sind dran. Keine Mauern mitnehmen. Das wäre schon mal hilfreich. Verkehr ein bisschen beachten. Guck mal, wir holen Sesto Elemento in den Kurven, ey. Was will man mehr? Läuft doch. Ja, keine Fehler machen jetzt. Der fährt sich richtig gut, ey. Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Aber Respekt. Und wir gewinnen! Sehr schön! Kann man so stehen lassen. Kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Oh, da freue ich mich zurecht. Ja, aber mal im ersten Sesto Elemento. Centenario, Bugatti Chiron und wie sie alle heißen. Abgezogen, ohne Probleme. Mache ich doch mit links. Ha? Boah, das hat auch gut Einfluss gebracht. Ja, wir haben unseren R34. Oh yeah. Ich glaube, wir wissen schon, was wir in der nächsten Folge fahren werden, meine Damen und Herren. Das wissen wir ganz sicher. In der nächsten Runde. Ich rufe dich an, wenn Ort und Zeit feststehen. Und falls Kira fragt, gehen wir beide einen Kaffee trinken. Also einen Mitternachtskaffee. Ja, klar. Midnight Coffee, wer kennt's nicht? Ja? Gut, da könnte man sich jetzt auch was anderes runter vorstellen. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt raus. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, die Folge hat dir auch wieder gefallen. Denn so wäre, Däumchen nach oben wäre wirklich nice. Und ja, bis zur nächsten Folge, die auch noch heute erscheinen wird. Also dranbleiben, falls du noch nicht abonniert hast. Abonnieren, Glocke anklicken. Dann verpasst du nichts zu Forza Horizon 4 hier im Let's Play. Bis dann. Ciao.